Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Ja, ich habe jetzt eine Zeit lang nicht mehr gespielt, das muss ich jetzt zugeben. War das mein Pferd? Nee, ich hatte, glaube ich, ein helleres genommen. Das heißt, ich muss erstmal wieder gucken, was ich überhaupt womit machen kann. Den Adler habe ich gefunden. Das Pferd rufen habe ich gefunden. Okay, wunderbar. Nur, dass du dich gerade falsch hinstellst. Aber ist in Ordnung. Die nicht mehr ganz so junge Dame hier neben uns, die hatte uns zuletzt eine Aufgabe gegeben. Und zwar sollten wir ihr Holz holen. Das war, glaube ich, hier oben. Genau, ich und mein Holz. Okay. Achso, kann man da eigentlich... Das wollte ich auch mal gucken. In der Karte direkt ein Ziel machen. Verfolgen. Ah, okay. Ja, das sieht doch gut aus. Komm her. Heim schauen. Wo ist das Ziel jetzt drin? Das Ziel ist jetzt gar nicht drin. Das ist auch nicht schlecht. Oh. Aua. ich wollte eigentlich hier durchreiten, aber das hat offensichtlich nicht geklappt. Okay, jetzt ist das Ziel schräg hinter mir. Warum zeigt ihr mir das nicht an? Ah, da unten. Jetzt zeigt das mal an. Okay. Ah, das ist ja cool. Sicher jetzt erst. Wir laufen hier mal so ein bisschen querfeldein. Ich hoffe, das kann man mit dem Pferd hier einigermaßen gut. So, irgendwo hatten wir nämlich das Problem, dass wir Kopfgeldjäger haben. Sind wir jetzt schon da? Ja. Oh, das ging aber schnell. Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Bewegung! Eigentlich sollst du absteigen. Ja, so würde ich jetzt persönlich nicht absteigen wollen. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Heißt mit anderen Worten, dass wir auch die Fracht untersuchen müssen. Das sind, glaube ich, die Punkte. Okay, ich gucke gerade noch mal, welche Tasten ich eigentlich drücken muss, wenn ich jetzt hier einen Hinterhalt habe. Nur das mit dem Ducken. Ich glaube, das machte sie automatisch. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Okay, warum muss ich vorsichtig vorgehen? Ist das ein Feind da hinten mit der Waffe? Ja, offensichtlich. Okay. Nein, ich will... Nein! Oh! Mann, schmeißt ihn weg! Los! Ich wollte doch gar nicht. Mann. Irgendwo hier sollte aber normalerweise der Punkt sein. Na komm. So, ich hoffe, das waren jetzt auch wirklich die Bösen, die ich jetzt hier gerade niedermetzel. Habe ich da jetzt gerade eine Waffe? Oh ja. Wo kam das denn her? Ich hab's gehört. Dann ist ja gut, dann komm auch endlich. So. Kommt da noch einer? Ich weiß nicht, wie viele da jetzt eben waren. Da hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit den Äxten, ob die jetzt auch böse sind oder nur die mit den Schwertern.
Hier stehlen will ich eigentlich nichts. Ich wollte den Schatz plündern, aber egal. Och, habe ich mich jetzt erschrocken. Was ist das denn? Geier. So, jetzt muss ich aber nur mal eben schauen, weil wir sollten doch eigentlich noch was erkunden. Ja, okay, das scheinen keine Gegner zu sein. Es ist schon ein bisschen komisch, dass man die nicht irgendwie rot umrandet hat oder so. Was denn alles arbeite? Aber wo ist jetzt dieser Punkt, wo ich das untersuchen soll? Guten Tag alle zusammen. Muss ich das denn nicht bei denen in der Nähe finden? Muss ich hier irgendwo... Ah, nee. Nee, nee, Moment, das ist irgendwas. Ich dachte schon. Kann das denn sein, dass ich das irgendwo hier außerhalb suchen muss? Und gar nicht bei den Leuten? Ich weiß ja noch nicht mal, was ich suche. Also Hinweise, aber... Ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Der war aber eben noch nicht hier, oder? Ich meine, das Pferd steht hier zwar. Pferdchen, kannst du mir sagen, wo der nächste Hinweis ist? Moment, das war oben. Dann ist der hier erschossen worden. Irgendwie hat er gerade noch komisch gezuckt. Die Frage ist jetzt nur... Folge ich der Spur jetzt Richtung Wasser runter? Oder nach oben? Oder was auch immer? So. Da hinten, da trinkt gerade ein. Nee, jetzt kommt wieder raus. Also hier am Wasser scheint nichts zu sein. Normalerweise würde ich ja sagen, dass das mein Ziel ist. Aber wenn ich da hingehe, dann ist es meistens nicht das, wo ich hin muss. Nee, es ist das Untersuchungsgebiet, was der anzeigt, okay. Ey, sag mal, geht das noch? Du kannst doch nicht einfach hier mein Pferd angreifen. Oh. Also jetzt hört hier aber auch alles auf, ne? Habe ich das jetzt schon untersucht? Okay. Interagieren? Wie interagieren? Ziemlich viele Fußabdrücke. Nee. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Euer Ernst jetzt? In der Nähe ist ein nicht verfolgtes Ziel. Okay. Das da hinten wahrscheinlich. Nee, das ist Holzfällerlager. Ach, damit war schneller. Okay. Meint ihr das Fragezeichen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das alles, ja, im Vergleich zu dem... vorherigen Odysseus, Assassin's Creed ein bisschen unübersichtlich. Also der Black Flag war eigentlich noch am einfachsten so zu handhaben. Oh, ich wollte keine Markierung. Okay. Anscheinend ist das nicht das Ziel gewesen, was die meinten. Ach, da hinten.
Nee, oder? Oder heißt das, da bin ich? Ich glaube, das heißt eher, dass ich da bin. Ich meine, dass ich da bin. Oh, laufen die da jetzt gerade mit Schwertern auf mich zu? Nee, das sind normale Arbeiter, oder? Das sieht aus wie normale Arbeiter. Ja, und das bin ich, okay. Aber ich habe keine Ahnung, welches Ziel der jetzt meint. Meint der jetzt das Fragezeichen? Oh. Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Aha, töte die Banditen? Das heißt dann wohl eher, töte die Wölfe? Ich mag keine Wölfe töten. Wir sind doch das Wolfsrudel. Das war jetzt hier hoch, oder? Ja, da hinten sind die Wölfe. Da hinten sind die Banditen. Ich muss mich anschleichen. Ja, das solltest du tun, aber du bist hier so schön gerade aufrecht dahin am Laufen. Das ist etwas kontraproduktiv. Es wäre schön, wenn du schleichen würdest. Schleich doch endlich mal. Willst du mich verarschen? Ja, genau. Jetzt kommen doch noch alle auf mich drauf. Du Penner! Hau ab! Hast du nicht mehr drauf? Ich war hier gerade mit einem Wolf am Kämpfen, du Blödmann! Boah, es war so klar, dass die jetzt alle kommen mussten. Das war auch noch der Anführer, oder was? Dass die jetzt alle kommen mussten in dem Moment, wo ich mit dem Wolf kämpfe. Aber wieso ist sie zu blöd, um sich zu ducken? Das ist ein Banditennest. Und dann duckt die sich nicht mal. Kommt der auch mal? Ich hoffe, das ist wie bei Lara Croft, dass ich da hoch kann. Das ist doch menschengemacht. Dein Ende. Nein! Scheiße! Die kann gar nicht von hier aus angreifen. Was ist das denn? Das ist aber Mist. Wie sieht aus, als wird sie sich gleich im Mittagessen holen. Ja toll, jetzt habe ich gedacht, ich könnte so schön assassinenmäßig jetzt von unten angreifen. Mann, ey. Und die laufen dann auch noch alle so blöd aufeinander.
Arschloch. Bin ich jetzt vergiftet oder was? Nein, 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 nein. Nicht aufheben. Oh, den Anführer habe ich getötet. Was war das andere jetzt gerade? Schatz plündern. Achso, okay. Na, komm. Ich sollte etwas Holz als Beweis mitnehmen. Okay. Der Alten wird mein Wort nicht genügen. Etwas Holz. Wahrscheinlich von da hinten. Waren das jetzt schon alle Banditen hier? Das wäre natürlich schön. Und jetzt bitte keine Wölfe wieder. So, das war jetzt allerdings nicht das Holz, was ich eigentlich mitnehmen wollte. Oh Mann, ey. Oh, das war die falsche Taste, okay. Blöde Wölfe. Nein, ich liebe Wölfe weiterhin. Aber die doofen Viecher haben mich angegriffen. Da versteckt sich gerade einer. Ist das ein Kämpfer? Bist du ein Bandit? Nee, du siehst nicht so aus. Geh, du bist frei. Lauf. Ich muss hier doch irgendwo noch einen Schatz, glaube ich, plündern. Habe ich jetzt beide genommen? Ja. Weg da, jetzt komme ich. So. Wo könnten die den Schatz denn versteckt haben? Und was meint die mit, ich soll etwas Holz mitnehmen? Ein Schatz fehlt mir auf jeden Fall noch. Da oben kann ich hoch. Ja, du sollst aber eigentlich auf der anderen Seite hoch. Ja, los. Hopp. Oh, dass sie da nicht nochmal hochklettern kann. Oh, schön. Verdammt, das gute Leder. Nein. Nein. Ich muss zum Wasser. Scheiße. Oder? Nee. Eieiei. Da drückt man einmal die falsche Taste, weil man was aufheben will. Autsch. Und da steht man direkt in Flammen. So geht das aber nicht hier. Da war noch was. Geht weg von den Leichen, die muss ich plündern. Hast du noch was für... Nein, 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 nein. Nein. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich das Holz jetzt aufheben soll. Also mitnehmen soll. Oder hat die das automatisch gemacht? Das denke ich mal eher nicht, oder? So. Stopp, da war gerade irgendwas mit aufheben. Ach so, okay. Nee, so wollte ich nicht aufheben. Ja. Nee, kehre zu Drusilla zurück. Ach so, und hat die das jetzt automatisch gemacht oder was? Oh, euer Ernst jetzt? Nicht in Sperrgebieten? Was für Sperrgebiete? Okay, jetzt kann die sich auch ducken. Weißt du, jetzt wo wir den Kampf hinter uns haben, jetzt wo sie uns alle angegriffen und gesehen haben, weil die zu doof war, sich zu ducken, jetzt kann sie.
Es ist kein Sperrgebiet. Hallo. Wann bin ich denn hier raus? Aus dem angeblichen Sperrgebiet. Komm zu mir, mein Ross. Ich habe auch keine Ahnung, worum es geht, aber lass uns reiten. Nein. Oh, ich drücke hier nur noch die falschen Tasten heute. Los. Komm, querfeld ein. So muss das sein. Aua. Oh, kann ich durchreiten, okay. Ella. Oh, halt, halt, halt. Ja, genau. Schön mit den Hufen kaputt machen. Das macht es für uns einfacher. Wow. Braves Sprungpferd. Brauchst du Licht? Ja, irgendwie schon. Aber jetzt nicht. Ella. Ella, Ella, Ella. Sieh an, Marcos große Heldin. Ha, sag nicht, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Ich habe die Banditen aufgespürt und in den Hades geschickt. Dein Holz sollte bald ankommen. Und ich soll mich auf das Wort einer Söldnerin verlassen? Ich wusste, du würdest mir nicht glauben. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Hier ist ein Beweis. Ein Teil des speziellen Holzes, das du so unbedingt wolltest. Deine Bögen sollten selbst eines Apollon würdig sein, nach der ganzen Mühe, die ich hatte. Bei den Göttern! Arbeitest du wirklich mit Marcos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Marcos nichts ab. Nee, bestimmt nicht. Yeah. Achso, ich dachte, ich muss jetzt hier... ich habe einen Stufenaufstieg.